Die Verhandlungen zwischen Russland und dem Westen gestalten sich schwierig. China hat eine Schlüsselrolle. Der News-Ticker. 20.46 Uhr. In Zusammenhang mit der China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hofft SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf neue diplomatische Möglichkeiten zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Der Krieg in der Ukraine wird am Ende nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, sagte Mützenich dem Kölner Stadtanzeiger. Unser Ziel sollte es sein, neben der umfassenden Unterstützung der Ukraine, der Diplomatie mehr Raum zu geben. Dabei kann China eine Schlüsselrolle zukommen. Peking könne kein Interesse an einer militärischen Eskalation haben, zeigte sich Mützenich überzeugt. Denn ein möglicher Einsatz von Massenvernichtungswaffen würde auch die Volksrepublik erschüttern. Es wäre viel wert, wenn auch China dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Aussichtslosigkeit und Gefährlichkeit seiner Strategie bewusst machen würde, fügte der Fraktionsvorsitzende hinzu. Verhandlungen im Ukraine-Krieg. Russland lässt erste Frachter aus der Ukraine auslaufen. 18.06 Uhr. Nach Angaben der Türkei konnten mindestens 6 Frachter ukrainische Häfen verlassen. Die Getreidelieferungen sind vor allem für die Ernährung der Bevölkerungen in Afrika und Asien von großer Relevanz. Allerdings hängt die Zukunft der Transporte von Moskau ab. Russland drohte bereits damit, bei neuen Angriffen auf seine Schwarzmeerflotte das Abkommen abermals auszusetzen. Zudem warnte der Kreml, das mit der Türkei, den Vereinten Nationen und der Ukraine im Juli ausgehandelte Abkommen auslaufen zu lassen. Bislang gilt es nach Angaben der DPA bis zum 19. November. Natürlich muss das Thema einer Verlängerung noch erörtert werden. Die offizielle Frist ist noch nicht abgelaufen, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Russland beklagt derweil, dass seine Exporte von Getreide und Dünger durch die westlichen Sanktionen behindert würden. Update vom Donnerstag, 3. November, 7.40 Uhr, vor dem UN-Sicherheitsrat scheiterte Russland mit einer gegen die USA und die Ukraine gerichteten Resolution zu Biowaffen. Der Text, der sich an unbelegte russische Vorwürfe anlehnt, die USA würden biologische Waffen in der Ukraine produzieren, bekam am Mittwoch nur 2 Stimmen, die von Russland selbst sowie von China. Die USA, Großbritannien und Frankreich stimmten gegen die Beschlussvorlage. Die übrigen 10 Länder des 15-köpfigen Rates enthielten sich. Für eine Annahme wären mindestens 9 Stimmen nötig gewesen. Die Resolution galt als erneuter Versuch Moskaus, seinen nicht belegten Behauptungen Geltung zu verschaffen. Verhandlungen im Ukraine-Krieg, Putin droht nach Rückkehr zum Getreideabkommen wieder. 20.00 Uhr, nur wenige Stunden nachdem Russland angekündigt hat, sich wieder an das Getreideabkommen mit der Ukraine zu halten, droht Präsident Putin abermals mit dem Ausstieg aus dem Deal. Sobald die Ukraine abgegebene Garantien verletze, werde Russland Konsequenzen ziehen und das Getreideabkommen erneut kündige, sagte Putin in einer Rede vor dem russischen Sicherheitsrat. 12.30 Uhr. Russland hat beim Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine eine unerwartete Kehrtwende vollzogen und steigt wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein. Update V. 11.40 Uhr. Es habe notwendige schriftliche Garantien der Ukraine gegeben, den eingerichteten humanitären Korridor und die Häfen nur für die Ausfuhr von Lebensmitteln zu nutzen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Das sei für den Moment ausreichend, um das Abkommen zu erfüllen, hieß es in Moskau. Die Transporte würden noch am Mittwoch fortgesetzt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. 11.40 Uhr. Russland steigt wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein. Das teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Dank der Vermittlung der Türkei habe die Ukraine zugesichert, den Seekorridor nicht für Kampfhandlungen gegen Russland zu nutzen.